Bhajan, Bhavaya Bhajan, Bhairagi, Dada Dada Bhajan, Dwara Dinyadan, Bhiksha Yuyadan, Asogi, Chandana Charchita, Basmo Dwarchita. Im nördlichen Teil Indiens, damals die Region Gorakhpur, Uttar Pradesh, gab es einen Yogi. Er hatte sich einem Aspekt von Shiva verschrieben, der Alakh Niranjan genannt wurde. Alakh bedeutet das, was nicht wahrnehmbar ist, was wir nicht sehen, hören, riechen, schmecken können. Niranjan bedeutet das, was farblos ist. Das, was farblos ist, kann man ohnehin nicht sehen, hören, riechen, schmecken. Dieselbe Sache, aber Alakh Niranjan, Shiva Shambho. Dieselbe Sache. Er ging von Haus zu Haus, denn das war die Natur spiritueller Menschen. Und die Kultur und die Zivilisation waren so freundlich zu spirituell Suchenden. To spiritual seekers, when they see a sannyasi, wenn sie einen Sannyasi oder einen Bettler sehen, der sein Leben seinem spirituellen Prozess gewidmet hat, dann haben andere, die ihr eigenes Geld haben, ihre eigenen Häuser haben, immer dafür gesorgt, dass sie aßen, weil sie nicht ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Sie haben kein eigenes Haus. Sie haben die Welt zu ihrem Zuhause gemacht. Wenn also ein Sannyasi oder ein Bettelmönch vor das Haus kam, sagte niemand nein. Was auch immer sie geben konnten, wurde es gegeben. Und sie haben nie nach mehr gefragt als das, was sie für die Ernährung an diesem Tag brauchten. Sie nahmen kein Geld an, sie nahmen nur Essen an. Er ging also von Haus zu Haus. Alakh Niranjan, Alakh Niranjan. Eines Tages kam er und stand vor einem wohlhabenden Haus und sagte, Alakh Niranjan. Die Dame des Hauses wollte nicht alleine herauskommen. Sie schickte das Dienstmädchen im Haus, um ihm etwas Getreide zu geben, damit er essen kann. Doch sie stand hinter der Tür und schaute ihn an. Er war ein junger Sadhu mit großen, strahlenden Augen, und sie fühlte sich zu ihm hingezogen. Am nächsten Tag, als er kam und sagte Alakh Niranjan, kam sie selbst, um die Almosen zu geben. Und sie sah seine Augen an, und sie versank in ihnen. Dann ging sie ins Haus und schämte sich. Sie ist eine verheiratete Frau, und was mache ich hier? Aber seine Augen beschäftigten sie völlig. Am nächsten Tag, als er mit den Almosen kam, rannte sie zur Tür. Sie sah seine Augen an, sie gab ihm die Almosen und sagte, ich bin ganz eingenommen von deinen Augen. Ich kann mich in sie fallen lassen und verschwinden. Das habe ich sogar schon getan. Er sagte, Alakh Niranjan, Alakh Niranjan, und ging. Am nächsten Tag kam er wieder. Er sagte, Alakh Niranjan. Sie kam an die Tür. Er hatte also einen Teller dabei. Und er sagte, gestern hast du gesagt, du liebst meine Augen. Hier, ich habe sie mitgebracht. Er hatte sich die Augäpfel herausgerissen. And placed it in her hands. Und legte sie in ihre Hände and said, Alakh Niranjan, and walked away. Und sagte Alakh Niranjan und ging weg. He is willing to become blind, er ist bereit, blind zu so werden, that her inner eyes open up. Damit sich ihre inneren Augen öffnen.
These are the yogis. Das sind die Yogis. And mystic of the world. Und Mystiker dieser Welt. Ram. Alaknirant. Alaknirajan khilgil gunjan bhavaya bhajan bhairagi dadada bhandanu dwar din danu bhikshayu yadhan asogi chandan charchita basmo dwarchita bhandura sundara sanyasi alak niranjan gil gil gunjan bhavaya bhajan Degadoko minuta chokiyo nirege taliya kottida taliya taladali talatala holayuva kannugaleradu nittida taiye ninnaya ninani ninnaya kannina banna Alak nirajana, alak nirajana, nadidenu nirvyate ajogi, pogalina kanbali, yandali jnanada, olagan. Einer, der die Welt gesehen hat, jenseits von Farbe, jenseits von Geschmack, jenseits der Wahrnehmung der Sinne. Im 21. Jahrhundert also würde man diesen Yogi als absoluten Idioten ansehen, weil er sich die Augäpfel herausgezogen hat. So ist das Leben. Nun, es gibt im Moment eine große Frage in den Köpfen vieler Menschen. Und der Arzt, der mich behandelte, hat mich immer wieder gefragt, Sadhguru, warum tust du das? Also, weißt du, ich habe 6 Wochen vor der Operation angefangen, unerträgliche Schmerzen zu haben. Und ich weiß, dass ich ein neurologisches Problem habe. Ich dachte, irgendwie werde ich meinen Zeitplan erfüllen. Ein paar Dinge sind zu tun, Mahashivratri und ein paar Verpflichtungen in Delhi und Chennai. Und dann dachte ich, ich würde einen Monat in den Vereinigten Staaten bleiben, bis auf einen Darshan. Ich hätte einen Monat frei. Ich dachte, ich würde mich selbst in Ordnung bringen. Aber all diese Aktivität, Mahashivratri, die erste Blutung passierte vor 6 Wochen. Mahashivratri ergab eine zweite Blutung. Dann ging ich nach Chennai und zurück, und dann ging ich nach Delhi. Am 15. abends hatte ich eine Verpflichtung. Der Arzt hatte einen MRT gemacht und sagte, auf keinen Fall kannst du das machen. Dann sagte ich, es ist eine private Veranstaltung, ich werde es tun. Er sagte, okay, aber die Veranstaltung am nächsten Tag, Veranstaltung am 16. ist eine öffentliche Veranstaltung. Du kannst das nicht tun. Denn der Median, der zentrale Median zwischen den beiden Gehirnhälften, hatte sich um 8 mm verschoben. 12 sind tödlich. Ich sagte, nein, ich muss es tun. Also habe ich diese Veranstaltung gemacht. Es war eine 45-minütige Veranstaltung. Am Ende der 45 Minuten fing mein linkes Bein an, sich seltsam zu verhalten.
Also kam ich raus und ließ ein MRT machen. Es wurde festgestellt, dass er sich um 11,5 mm verschoben hat. Der Arzt sagte, das ist verrückt. Soll ich dies tun, soll ich das tun? Ich sagte, Doktor, ich habe alle Grenzen überschritten, machen Sie, was immer Sie wollen. Ich kam geradewegs hinein und sie führten eine Operation durch. Und hier bin ich. Vorgestern rief er mich an und stellte viele Fragen zu meinen Fähigkeiten und meiner Wahrnehmung. Ich sagte, alles ist in Ordnung. Er sagte, das ist außergewöhnlich. Die Genesung erfolgte innerhalb von 4 Wochen. Nun, als ich sah, dass mein linkes Bein sich seltsam verhielt, wusste ich, dass es natürlich tödlich sein könnte, das ist einfach. Aber man könnte eine linksseitige Lähmung bekommen, was eine häufige Sache ist, oder man könnte seine Stimme verlieren, oder man könnte sein Sehvermögen verlieren. Mit dem Verlust des Sehvermögens war ich nicht ganz einverstanden. Dann, vor einem Monat, kam dieses deutsche Mädchen in den Ashram, das blind geboren wurde. Und sie hat indische Musik und indische Chants gelernt, und sie singt ganz wunderbar. Und ich dachte über sie nach. Dieses Mädchen ist blind von Geburt an, und sie ist so freudvoll. Ich dachte, vielleicht wird es okay sein. Ich möchte, dass ihr sie seht. Manobhutyahamkar Chetaninaham Nacha Shrotra Jehve Nacha Krana Netre Nacha Vyoma Bhume Tejo Navayo Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Sadhguru created safe soil. Now let's save Sadhguru with this healing mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amrit Kalash Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanathaya Mahavishnave Namo Namaha Mahavishnave. So, ich möchte also, dass du verstehst, wir sind diese Art von Menschen, die ihre Leben wegwerfen für kleine Dinge. Ich habe das viele Male getan, aber dieses Mal wurde es sehr öffentlich. Ansonsten ist es schon viele Male geschehen. Für kleine Dinge habe ich mein Leben weggeworfen. Wie ein Jojo ist es zu mir zurückgekommen. Vor 4 Wochen, sieh mich an, ich sitze in Bali. Es ist wieder da. Der, weil jemand, mein Partner, mich noch nicht tot will. Aber wenn du versuchst, dich selbst aufzusparen, kennst du den Wert des Lebens nicht. Nun, im Wissen darum, bevor du etwas entscheidest, möchte ich dich daran erinnern, dass du mit jemandem bist, der gewillt ist, sein Leben für kleine Dinge wegzuwerfen. Mit diesem Wissen entscheidest du. Plötzlich, inmitten von etwas, wird einer von euch aufstehen und sagen, Sadhguru, was ist mit Astrologie? Eure Gehirne sind am falschen Platz. Das ist, was es bedeutet.